Leute, willkommen zur nächsten Folge von Anno 1404. Ja, Leute, wir haben scheinbar noch ein bisschen was zu optimieren. Erstmal hier wieder einen Brunnen nachgraben. Machen wir. Ich habe mal einen Blick ins Lager geworfen. Ja, es fehlen noch einige Sachen. Fleisch unter anderem. Was ist denn da los? Also Rinder haben wir mehr als genug, Salz eigentlich auch. Da würde ich einfach mal sagen, machen wir erstmal zwei weitere Fleischereien. Oh, erstmal Frame Drop. Ja, hat sich aber wieder. Das ist immer bei Spielstart so, dass der erstmal ein bisschen Schluck auf hat. So, machen wir einmal so. So, Wein läuft. Dann haben wir Lederwämser. Beziehungsweise Pelzmäntel sind das. Muss mal gucken, wo wir die herstellen. Ich bin auf dem Spielstand viel zu selten drauf. Deine Produktion kommt zum Erliegen. Ich muss mich echt immer wieder eingewöhnen. Jedes Mal. Miteinander zu handeln ist ein Zeichen der Nächstenliebe. Ja, Salz könnte ein Problem sein. Aber noch einen freien Bauplatz hier. Ja, einen, oder? Ja, da drüben noch. Wie sieht's aus mit Bärenfällen? Da bräuchten wir auch noch ein bisschen mehr. Da wird sich beschwert. Da kommt aber jemand. Ja, okay, die Höhle befindet sich in Marie d'Artois Einflussgebiet. Die auch. Also viel haben wir nicht. So, ich würde einfach mal Folgendes sagen. Dann gehe ich hier nochmal mit einer Produktionslinie hin. Ich muss jetzt nur ein bisschen quetschen. Das geht wahrscheinlich noch nicht mal. Ja, es geht leider nicht ohne weiteres. Mein Plan war nämlich, die Straße hier so durchzuziehen, dass wir hier so eine Verbindung haben. Aber das klappt leider nicht so ohne weiteres. Okay. Ich baue erstmal die Kirschnerei hier hin. Und dann würde ich hier noch eine Saline hinbauen. Ich hoffe, die passt dahin. Jawohl, die passt ziemlich genau hin. So, Pelze holt er sich aus dem Lager und Salz wird nebenan produziert. Sohle. Müssen wir dann auch von einer Insel herholen. Ich muss mal gucken, wie mache ich das denn mit dem Salz? Da war ja was. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren. Ah ja, das verbrauche ich in Wolfshafen. Ja, hier staut es sich. Dann schaue ich später nochmal vorbei wegen den Mänteln. Ja, Brillen laufen auch nicht so doll. Ach ja, da fällt mir was ein. Ich wollte mich um die Sultanmoschee kümmern. Genau, ich muss noch Glas holen. Wie viel Glas brauchen wir denn? Wir brauchen 270 Tonnen. Die haben wir auch übrig. So, die schicken wir runter. Boah, alter Hassan. Kollege. Der wird sich das Schiff, glaube ich, vorknüpfen. Ich hoffe mal, dass er noch ablässt. Oder dass die Flotte rechtzeitig da ist. So, Brillen. Das war ja unsere Baustelle. Und ich sehe gerade, ich habe alle Kupfervorkommen hier beansprucht. Also auch Kupfer müssen wir uns dann von woanders herholen. Mehr Waren? Hätten wir eins zur Verfügung? Kriege ich das mit rüber? Nee, da brauchen wir ein größeres Schiff für. Kümmern wir uns drum. Gebe ich mal einen Auftrag. Ich will mal gucken, ob vielleicht irgendwo anders der Schuh drückt. Aber es sah eben im Vogtbuch nicht so aus. Ja, die Messinghütten. Weil die Kupferschmelzen sind ausgelastet. Die Brillenmachereien auch. Ja. Gibt keine Klagen, wie es aussieht.
So, die beiden Schiffe haben einen auf den Deckel bekommen. Die schicke ich mal zur Reparatur. Ach ja, stimmt, der große Kaiserauftrag. Den habe ich ja schon fast vergessen. Ich sehe gerade, wir haben keine Teppiche mehr. Oh Gott, ey. Wie sieht das denn aus? Ja, nicht besonders gut. Okay, das heißt, wir müssen Seide hierhin schaffen. Nee, müssen wir nicht. Wie machen wir es denn nochmal? Ich guck mal, wo noch Seide wächst. Da habe ich mich eben gerade vertan. Oder ist Indigo vielleicht das Problem? Das kann auch sein. Ja, das Schiff klaut immer Indigo. Kann sein, dass das so ein bisschen stört. Seite haben wir sogar viel zu viel, wie es aussieht. Okay, Teppich habe ich auf dem Zettel, aber ich glaube, den Auftrag schaffen wir nicht mehr. Das Glas ist jetzt, genau, das ist da. Was hat der zu nöckeln? Er hat zu wenig Zucker. Okay, eins nach dem anderen. Ja, stimmt, wir haben ja noch mal kräftig im Orient ausgebaut, glaube ich. Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich merke das, ich bin hier viel zu selten drin. Muss schon richtig grübeln, was wir gemacht haben. Okay, eins nach dem anderen. Also erstmal Brillen. Ja, größeres Schiff für die eine Route, die Argo. Die setze ich hier rauf ein. So, dann müssen wir Kupfer natürlich. Moment mal. Was ist mit dem Kaufmannskoken? Haben wir noch nicht freigeschaltet. Ja, komm. Befasse ich mich später mit. Also, wir müssen Kupfer hier hinzufügen. Frage ist, Kohle haben wir hier auch. Machen wir beides direkt hier vor Ort. Würde sich ja eigentlich anbieten. Da holen wir uns direkt Messing rüber. Da muss ich nur noch mal Material rüber schaffen. Die Fortuna 2 kann erstmal wieder hoch in die Hauptstadt. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit starte ich die Dombaustelle. Zeit für die Endphase. So, dann kommt hier auf jeden Fall eine Kupfermine hin. Und da drüben eine Kohlemine. Hier noch ein Markthaus hin. Ja, tatsächlich. Zum Glück. So, Markthaus. Und dann eine Messinghütte. Kupferschmelze. Ja, Grüße gehen raus an Anno 1800. Die Kohlemine. Obwohl, Moment mal. Wäre mir doch lieber, weil wenn ich woanders noch Kupferschmelzen baue, können die sich Kohle aus dem Lager holen. Es fehlt an Stein. Hab schon nichts mehr da. Ich kann ja schon mal der Route hinzufügen. Messing. Und wenn das Schiff am Hin- und Herfahren ist, würde ich mich hierum noch mal kümmern. Was mit den Kerzen will auch noch nicht so. Habe ich gesehen. Aber versorgt sind die erstmal. Ja, Leinkutten reichen auch nicht so ohne weiteres. Und da gibt es einen Auftrag. Das könnte sogar klappen. Seide haben wir reichlich. Ja, ich glaube, das machen wir. So, ich gehe mal hier hin mit dem Kupferschmelzer. Der muss sich dann alles aus dem Lager holen. So, ich würde mal gerade Seide mitnehmen. Dann können wir einen Auftrag erfüllen. So, und jetzt muss ich mal gerade überlegen. Was brauchen wir noch für Brillen? Wir brauchen noch Quarz, ne? Da gucke ich mal gerade. Jawohl, wie sieht es damit aus? Haben wir auch voll. Ach, Sarah ist voll. Das ist gut.
Hier ist nochmal das Produktionsverhältnis, ich guck nochmal. Ich würde sagen, ich brauche nochmal eine zweite Kupferschmelze in Meerwaren. Moment. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Ja, zwei Kupferschmelzen auf eine Macherei. Machen wir es einmal so. Und hier kommt dann eine Macherei hin. Und dann hoffe ich mal, dass das reicht. So, dann erstmal Leinkutten. Im Occident. Dafür brauche ich hier nochmal zwei Webstuben hin. Und in Ranzingen will ich Hanf nochmal ausbauen. Damit wir da keine Probleme mit kriegen. Ach, die Speicherstadt ist fertig. Wir können mal gucken, was die Speicherstadt für Effekte hat. Also 300 Tonnen Platz haben wir jetzt mehr und auf die Schiffe wirkt sie sich ja auch aus. Ja, mehr Laderaum und Geschwindigkeit glaube ich auch. Ja, 5%. Dafür lohnt sich das schon. So, die Seitenlieferung für den Auftrag trifft auch allmählich ein. So, dann haben wir das auch erledigt. So, Leute. Jetzt aber hier. Hanf. So, um Hanf haben wir uns damit auch gekümmert. Ich werfe nochmal einen Blick in die Handelsroute. Können wir jetzt ja auch aufdrehen, hier die Regler. Und wie sieht es mit den Kerzen aus? Läuft das jetzt? Immer noch nicht. So, ich will nochmal nachgucken. Also ich mache nochmal zwei Lichtzieher rein. Weil es scheint nicht so ohne weiteres zu reichen. Also wir haben jetzt sechs Lichtzieher rein. Würde ich sagen, wie viele Imkereien haben wir? Acht, also nochmal vier. Gucken wir mal, ob wir die hier noch irgendwo unterkriegen. Sollte eigentlich klappen. Wie gesagt, die sind ja relativ kompakt. So. Im Karin habe ich jetzt auch nochmal nachgerüstet. Ich hoffe mal, dass das dann zusammenpasst. Okay. Pelzmittel sehe ich, gehen schon mal wieder nach oben. Sehr gut. Dann haben wir im Occident erstmal wieder alles. So Leute, ich würde sagen, um die Sache mit dem Marzipan kümmern wir uns nächste Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao.